Kuhn Ergonomics, Lars Kuhn, schönen guten Morgen. Ich bin der zuständige WLAN-Vertreter für den Raum Stuttgart. Ich möchte Ihnen heute kurz zeigen, wie bei dem WLAN-Stuhl Tango 500e der Akku aufgeladen wird. Wir haben entweder links oder rechts die Tasten für die Höhenverstellung. Dahinter befindet sich der Bananenstecker, den man nachher hier in dieses Ladegerät einsteckt. Man sieht hier ein, normalerweise, wenn es eingesteckt ist, ein grünes Licht oder ein orangenes Licht. Wenn ich das jetzt hier einfach so verbinde und einstecke, dann leuchtet ein orangenes Licht auf. Und wenn der Stuhl geladen ist, ist es ein grünes Licht. Wenn es also grün ist, wenn man ihn abends einsteckt, ist er am nächsten Morgen geladen. Dann stecken Sie ihn am nächsten Morgen einfach aus, stecken den Stecker hinten rein. Und der Stuhl fährt sofort wieder hoch und runter.